Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren nebligen Wetter in Raft. Ich möchte gerne wieder bauen, ein bisschen beim Floß, ein bisschen schöner machen alles. Ich hätte schon gern irgendwie noch einen Zaun drumherum, ein bisschen. So wie hier halt. Das gefällt mir recht gut. Das würde ich gerne hier weitermachen, aber. Wow! Alter! Ich hab schon wieder nichts, ne? Der erschreckt mich jedes Mal so derbe, dass ich da fast einen Herzinfarkt krieg, ne? Alter. Na, es ist hier unwahrscheinlich. Da, auf den Schock muss ich jetzt mal was trinken. Ach. So. Ach, du liebes Bisschen. So, ich möchte gerne ernten. So. Auch hier. So, geht schon. Würdest du ernten? Danke. Und die Rüben. Und dann werden wir gleich schauen, wie es unserer Gemüsesuppe geht, die oben da fröhlich vor sich hin köchelt. So, einmal, zweimal. Jetzt haben wir zu wenig, ist logisch. Zack. Und ein drittes Mal. So. Jetzt füllen wir das wieder schön auf. Und hier lassen wir wieder den arbeiten. Ich möchte nämlich nach und nach hier diese großen Reiniger bauen. Den da. Noch einen zweiten mindestens. Nicht nur für uns, für unsere Wasserflasche, sondern vor allem auch fürs Bewässern unserer Felder hier. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. So, die Smelze. Die ist hier fertig. Ja, die hat überhaupt nichts zu tun. Das geht einmal überhaupt nicht. So. Das geht einmal überhaupt nicht. Das haben wir hier fallen lassen. Lauter voll, ne? Hm. Da müssen wir schon wieder. Wo war das? Hier drinnen. Einmal. Möfi. Schuh. So. Und ich habe schon wieder vergessen nachschauen. Wie man jetzt zum Ei kommt. Das wird nichts mehr heute. So. Das wird nichts mehr. Gibt's eine Insel? Warte, wäre fast ins Wasser gefallen. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Super. Schwupp. Weil hier schon wieder der Haifisch natürlich ein Loch uns in den schönen, ins schöne Floß gebissen hat. Aber die Sachen scheint er mal in Ruhe zu lassen dabei. Das freut mich. Aber ich Idiotin hätte statt hier, hätte ich, ja, anders bauen sollen. Egal. So, passiert ist passiert. So, wir könnten jetzt wieder nebenbei ein bisschen fischen gehen. Aha, schön. So. Ich würde sagen, den fressen wir jetzt mal weg. So. Und leeren mal unsere Taschen aus, weil wir sind schon wieder voll wie ein Christbaum. Das ist unwahrscheinlich, wie das geht. So. Ah ja, den trockenen Ziegel. Den haben wir da drüben, ne? Der müsste trocken sein, genau. Perfekt, den können wir auch schon hier reinschmeißen. Sehr, sehr gut. Den Sand lasse ich jetzt vielleicht auch mal hier. Dann haben wir noch ein paar Palmblätter. So, für unsere Palmblattsammlung. Auch ein bisschen Schrott. Den Stein lasse ich mal. Wir haben Kunststoff. So und so. Wobei, ich glaube, die nehmen wir die mit zum Reparieren. Ja. Blanken hätten wir einen Haufen. Das heißt, da werden wir auch jetzt mal wieder was bunkern. Für schlechte Zeiten. So. Essen haben wir genug. Nägel könnte ich wieder hier lagern, derweil, bis wir an Erze rankommen. Ja. Schuh.
Summer, 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 Summer. Summer, Summer. Gibt es eine Insel? Na, aber da drüben wäre ein Dings gewesen. Ein Floß. Ich glaube, das erreicht man immer. Schade. Was können wir jetzt hier eigentlich machen? Ich würde sagen, hier könnten wir unseren Sessel hinstellen und einen Tisch vielleicht. Wobei, das wäre oben besser. Hier oben, ne? Neben der Küche. Genau, das wollte ich auch noch schauen. Ah, ich sehe gerade, wir haben keine Schälchen mehr. Hui, hoffentlich habe ich jetzt genügend Ton, um Schälchen zu machen. Na, da brauchst du reinen Ton, nicht den getrockneten natürlich. Jetzt läuft es gar nicht so gut. Ei, caramba, da habe ich was falsch gemacht. Da war ich zu gierig. Aber hier noch ein Schälchen habe ich. Genau das habe ich hingelegt gehabt. Passt. Ausreichend. Wie schaut es mit Kupfer aus? Ja, können wir auch nachlegen. Mit Planken. Das ist super. Gut, gut, gut. Die Musik ist ein bisschen zu laut. Kann das sein? Ich glaube, ne? So. Die essen wir jetzt auch gleich wieder. Lecker, lecker. Okay. Fisch haben wir noch einen Haufen. Planken haben wir noch einen Haufen. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen was bauen, glaube ich. Weil es gerade anbietet. So würde ich sagen. Dann die kleinen Grills. Da bin ich mir auch noch unschlüssig, wie wir die kleinen Grills platzieren. Theoretisch schräg bauen eins, so wegen dem Segel, aber das will ich gar nicht. Ich glaube, das Segel muss ich nochmal woanders hinstellen. Oh weh. Ja. So, dann könnte ich hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da haben wir schon wieder zu wenig Planken. Mir ein bisschen überdacht haben. Auch hier werde ich dann noch schnell ein Dach bauen. Bei passender Gelegenheit. Jo. Aber jetzt muss ich dann echt mal rausfinden, wie ich denn vernünftig Eier produzieren kann. Genau, und hier könnte man theoretisch auch noch das zweite Nest aufstellen. Hä? Nicht erwischt. Verdammt. Ja. Wird schon werden. So, wir haben jetzt noch zwei Kupferbarren. Weit und breit ist keine Insel. Die Kupferbarren werden wir gleich reinschmeißen. So, passt. Hätten wir das auch schon fertig. Jo. Jo, das passt schon mal. So, Kupferbahn kommt hier rein. Da können wir halt diese... Stimmt, da fällt mir gerade ein. Da können wir diese... Die Leiterplatte konnte ich mir nämlich auch schon beibringen. Ja, ich bin ein böser Mensch, wirklich, ja. Da könnte man ja bauen, diese Antenne. Bolzen brauche ich dafür. Ich habe jetzt, glaube ich... Ein Metall habe ich noch und ein Scharnier bräuchte man dafür. Scharniere habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Metallbahn auch nicht. Na, können wir nicht bauen noch. Brauchen wir erst wieder eine neue Insel, wo wir hoffentlich Dingens bekommen. So, schön schmelzen. Gut. Also unser Floß gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Und ich könnte ja, bevor ich hier weiter sinnlos in der Gegend herumlaufe, mal was trinken. Mir kommt vor, ich werde immer mehr durstig. Oder es täuscht mich einfach nur. Könnte auch sein.
Dreimal. Ich glaube, mehr ging eh nicht. Nein. Ich könnte jetzt hier anfangen, oben wieder auszubauen. Wenn ich zuerst die Möwe verjagt habe. So. Verjagt habe. So. Ausbauen. So, da müsste es schon gehen. Genau. Und da noch eins. Genau. Dann hier würde ich sagen, eine Wand. Oder ein Dürl. Eins, zwei. Bräuchte ich hier auch nochmal eine Tür, ne? Eins, zwei. Wenn ich das hier so mache und hier abtrenne, wäre es geschickter, glaube ich. Eins. Mann, ey. Wer ist da unten irgendwo? Da. Tschuh. Naja, wenn ich es einmal konnte, ich ihn erwischen. So. Ja, klar, zu wenig Planken. Immer dasselbe mit den Planken. Immer sind zu wenig Planken da. Immer zu wenig Planken. Dir fehlen Planken. Hallo. Du hast keine Planken. Bist du doof? Du hast keine Planken. Hallo. So. Was? Nix. Wir könnten jetzt noch Sand schmelzen, weil Kupfer sind wir fertig. Jo, würde ich sagen, machen wir doch, ne? So, was wir haben, haben wir. So, zack, zack. Wenn wir irgendwann wieder mal eine Insel erwischen, dann können wir dort sowieso... Das könnte ich eigentlich auch vernichten, schon langsam mal. Was wollte ich sagen? Wenn wir eine Insel finden, kriegen wir wahrscheinlich eh wieder Sand und ja. Passt. Dieses Möwenviech, ne? Das machst du doch absichtlich. Ich hab halt auch Hunger. Das ist mir doch wurscht. Du bist grausam. So, ich möchte bauen. So, ja, das klappt schon mal. Das ist super. Und... Ich fürchte, das Segel hier... Steht wieder ungünstig. Vor allem, weil ich hier eine Terrasse machen wollte, ne? Hier so. Dann stellen wir das wieder woanders hin. Weil ich es kann. Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz. Momentan halt noch. So. Und den stellen wir auch dazu. So, und so. Ich glaube, das geht. So. Gut. Dann können wir weiterbauen. Wir haben zwar keine Planken mehr, aber ich möchte hier so ums Eck quasi... die Kombüse machen. So offen. Vielleicht hier offen lassen. Das wäre noch schöner, glaube ich. Und hier mit einer Tür. Ich glaube, das hätte Sinn. Glaube ich. So, da hätten wir Glas. Sehr schön. Jo. Dann schauen wir noch schnell, was kostet mir jetzt der Reiniger? Planken und Glas. Zwei Glas machen wir gerade. Und Planken kriegen wir sicher auch gleich hier vom Sammeln. Müssen wir dann auch genügend haben. Ja, glaube ich. Dann können wir noch so einen Reiniger machen. Den werde ich dann aber hier hin, glaube ich, irgendwo platzieren. Da so hin, glaube ich. Statt die beiden. Die werde ich, glaube ich, entsorgen. Damit, dass man die nicht recyceln kann.
Das ist ein bisschen traurig. Dann brauchen wir noch so eine Schrottkiste. Da können wir hier jetzt mit den Rezepten eigentlich draus diese... eine Lagerkiste machen für Sachen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und dann kommt da drüben hin einfach nochmal so ein Filter, wie man, so ein Reiniger, wenn wir es da haben. Würde ich sagen. Dann können wir hier einen Tisch aufstellen mit einer Bank und dann können wir hier rausschauen. Also mit Stühlen. Vielleicht irgendwann mal. Oder geht das eh schon? So eine Couch wäre auch schön. So ein Teppich, ne? Kann man sogar schon machen. Sehr gut. Ja, so ein schöner Teppich. So, ne? Das schaut echt schon nicht schlecht aus. Dann können wir so ein Möchtegern-Wohnzimmer, eine Ablage, um Dinge draufzustellen. Ich schau mal, ob das auch was bringt. Da nicht so unbedingt. Aha, schau. Ah ja, da können wir das so machen. Schau mal, das ist aber cool. Und was darf ich da jetzt drauflegen? Jesus. Das überlegen wir das nächste Mal. So. Vielleicht darf ich hier die Tasse drauflegen. Das wäre auch cool. Die wir nehmen so, die wir dann eigentlich nicht mehr brauchen, brauchen würden, ne? Kann ich die hier drauflegen? Hm. Vielleicht kann man die Winkelkatze ja drauflegen. Ich probiere es gleich mal. Ja, tatsächlich. Ja. Platzsparend. Perfekt. Weil so Flaschen oder so, das wird sie nichts bringen, ne? Dass man, weil ich hätte sonst für die Küche nämlich, ne? Hätte ich mir gedacht, die Uhr zum Beispiel, das weiß ich auch was, Schrott und Polzen brauchen wir. Was wollte ich sagen? Kalender wäre auch gut machen. Nägel hätten wir sogar. Machen wir einen Kalender dazu, oder? So da, puff, kann man hier unser Wohnzimmer machen. Was wollte ich sagen? Den Schuh, den können wir sicher. Warte mal. Das wär schön, wenn wir den Schuh auch rauf platzieren. Voll. Warte. Alter Schuh. Klasse, das geht auch. Ja, mega. So. Und jetzt haben wir noch einen Sämling, tatsächlich. Passt. Das ist cool. Das schaut echt cool aus. Gefällt mir. Jetzt wollte ich noch Nägel holen. Falsch. Hier. Für einen Kalender brauche ich genau zwei Stück. Weil einen Kalender haben wir, glaube ich, noch nicht. So. Und den können wir jetzt auch hier hin tun, theoretisch. Passt. Dann können wir auch. Dann können wir. Warte. Warte. Ich will das mitnehmen. Jetzt. So. Zack. Boah, gar kein Platz mehr. Steck das doch mal. Nein, das muss ich. So. Ich wollte sagen. Boah, ich bin schon wieder durstig. Dann wollte ich das noch hier vielleicht da so anbringen. Ne? Das könnte eigentlich unser gesamtes Wohnzimmer sein hier. Geht's wieder? Ja, ich glaube. So. Oder ich mache das einfach hier da so drunter. Na, das gehört schon hier an der Wand. Mal, vielleicht kann ich hier das platzsparender machen.
Vielleicht geht sich das so besser aus. So. So. Ja, das schaut besser aus. Und jetzt. So. Text eingeben. Hallöchen, ihr Lieben, hatte ich, ne? See. Wie ist der? Seebarsch? Warte. Buntbarsch. So. Schreiben wir hier mal. Buntbarsch. Mit falschem D. Super. Mit hartem. So. Buntbarsch. So. Da geht sich wenigstens die Schrift aus. Ich will dann so ein größeres haben. Und das widme ich dann euch. Mit Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass der Text dann mehr Platz hat. So. Schaut ja schon mal so schlecht aus. Als nächstes können wir auch mal probieren, Farbe herzustellen, ne? Ah, blank weggeschmissen. Mir blutet mein Herz. So, mehr Sand. Okay, dann können wir probieren, einen Tisch zu bauen, der elegantest weggeschmissen wird. So. Mega lässig. Ich glaube, der Hai ist schon wieder da. Richtig, da ist er. Super, danke dir. Das ist zu nett. Insel. Mal schauen, ob es eine Insel gibt. Insel, Insel. Bin ich wieder beinahe vorbeigefahren? Ich hoffe nicht. Na, schaut noch. Schaut noch okay aus. Wie geht es jetzt eigentlich mit Farbmühle? Schrott. Ach so, die müssen wir erst herstellen. Okay, passt. Schrott haben wir genug. Schrott haben wir genügend. So, machen wir kurz so. Stellen wir mal die her. Eine Farbmühle. Okay. Die können wir hier jetzt aber aufstellen, glaube ich. Oder auch nicht. Aha, hier wird sie gehen. Da geht sie nicht. Muss ich das verstehen? Jetzt nicht verstehen, oder? Okay, jetzt sind schon am Verhungern. Wir essen mal kurz. Nom, nom. Vielleicht braucht die Wasser zum Betreiben? Hat die einen Pedal gehabt? Tatsächlich. Ah! Okay. Das muss man auch wissen, ne? Muss man wissen. Wo stellen wir die dann hin? Hier, ne? Hier wollte ich sie hin platzieren. Da muss ich die Fackel opfern. Weil da muss ich ein Loch reinschlagen. Inventar ist voll, selbstverständlich. Hier ist ebenfalls alles voll, selbstverständlich. Die tue ich mal dahin. So, jetzt müsste das platzmäßig passen. Die Fackel tue ich mal kurz weg, wenn es geht. Sehr gut. Dann brauche ich eine Axt. So. Dann kann ich jetzt hier die Farbmühle aufstellen. Kann ich jetzt hier runter? Tatsächlich. Ich wollte es einfach nur mal testen, ne? Das wollte ich jetzt echt nur mal testen, ob das hier sehr gefährlich ist. Das ist tatsächlich sehr gefährlich. Dann
werden wir sie hier nicht hinplatzieren. Definitiv nicht. Dann werden wir sie tatsächlich dahin tun, aber so wie hier auf einem geschützten Platz, ne? So. Okay, und jetzt können wir hier eine Blume reintun, oder was? Tatsächlich. Und dann brauchen wir wahrscheinlich dafür den Eimer, denke ich mal. Okay. Vielleicht, wenn man da jetzt mehrere Blüten reintut, vielleicht kriegen wir dann neue Farben zusammen, ne? Zum Beispiel, wenn wir was... Ich meine, Gelb haben wir eh, aber wie war das? Gelb und Blau ergibt Grün, ne? So in die Richtung habe ich jetzt gedacht. Die Möwe frisst uns alles weg. Tack. So, da waren zwei Fässer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Alter Schwede. So. Gut. Wie schauen wir aus mit der Insel? So, und jetzt? Blaue Farbe aufnehmen. Würde gehen. Ich hau jetzt mal das Plastik da weg. So. Und jetzt können wir damit was? 18. Und jetzt wird man noch einen Pinsel brauchen, ne? Da brauchen wir Federn. Die haben wir zufällig auch. Aber ich habe überhaupt keinen Platz mehr, ey. Ich könnte schon wieder so eine Truhe bauen. So 20, 30 Truhen. So, jetzt haben wir wieder Platz. Puh. So. Haben wir noch irgendwas zum Schmelzen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Glaube ich nicht. Da sind wir fertig. Das heißt, das Glas können wir dabei. Einmal, oder warte, wie war das mit dem Reiniger? Ah ja, dann kann ich herstellen. Passt. Und jetzt tun wir das Glas weg. So. Genau. Drei Federn brauchen wir. Eins, zwei, drei. Pinsel herstellen. So. Und jetzt können wir unser Schiff blau anmalen. Können wir überhaupt malen? Egal. Achso. Eben, das dachte ich gerade. Da müssen wir jetzt schauen, ne, wie wir die Farben zusammenkriegen. Da brauchen wir Rot und Blau dafür. Zum Beispiel, ne? Alter. Alter. Mistviech. Elendiges. Da haben wir jetzt quasi bei der Farbe auch schon die Farbenlehre dabei. Das ist hervorragend. Das bedeutet, ich brauche Blüten. Dann können wir auch unsere Pflanzkisten eigentlich schon erweitern anfangen. Rote Blume, da nehmen wir jetzt mal eine mit. Ich habe überhaupt keinen Platz. Pff. Warte mal, bevor ich was mitnehme, ich muss mal wieder Sachen aufstellen. Also hier kann ich mal wieder getrost die Lampe hinplatzieren. So. So, dann als nächstes der Reiniger. Den wollte ich hier unbedingt, glaube ich. Oder soll man den dahin tun nochmal? Dann kann ich auch fast nicht gehen. Dann kann ich überhaupt nicht mehr vernünftig gehen. So. Hier schaut er auch doof aus. Nein, ich glaube, hier wollte ich ja, dass alles Wohnzimmer ist, ne? Was soll's. So. So. Trinken wir mal einen Schluck. So. Und so. Perfekt. Dann können wir hier wieder vollfüllen. So muss das ausschauen. So klappt das gut. So, das ist jetzt ein bisschen aufwendig wieder, aber egal. Und der Part ist wieder zu Ende. Yay! Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und die Blume wollte ich eigentlich noch machen, aber egal, das machen wir am nächsten Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, die werde ich aber noch in den Farbtopfmischer schmeißen. So, bitteschön. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.